Was ist der Unterschied zwischen 1,9% und 1,9%? Wenn Sie den Unterschied nicht erkennen können, dann muss es daran liegen, dass Sie nicht Donald Trump heißen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster mit dem Titel Wirtschaft, Wahrheit, Donald Trump. Und genau darum geht es heute. Die BIP-Zahlen aus den USA besser als erwartet mit plus 1,9%. Eigentlich nur die Erwartung bei 1,6%. Und Donald Trump hat so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher, bevor die Zahlen kommen, weil er sie wahrscheinlich kannte, getwittert, greatest economy ever, die beste Wirtschaft, die es jemals gab in der amerikanischen Geschichte. Hier sehen wir diese Wirtschaft, seit Donald Trump im Amt ist. Das läuft ja eher seitwärts, müsste man wohl, wenn man optisch nicht ganz verkehrt veranlagt ist, konstatieren, aber eben greatest economy in American history, ganz, ganz klar. Im Jahr 2012 hatte Donald Trump, da war allerdings noch ein anderer Präsident im Amt, nämlich Obama, getwittert, das war am 31. Mai 2012, 1,9% ist das BIP im ersten Quartal 2012 nach unten revidiert worden. Die Wirtschaft ist in deep trouble, ist in großen Schwierigkeiten. So schnell ändern sich die Dinge. Wahrheit ist das, was Donald Trump nützt. Alles andere ist sozusagen nicht der Fall. Dementsprechend ist eben 1,9% nicht gleich 1,9% wie für uns Normalsterblichen, sondern das ist die beste Zahl aller Zeiten in der amerikanischen Geschichte. Und da ist es tiefe Sorgen, tiefer Trouble. So schnell ändern sich die Zeiten. Das ist so ein Stück weit charakteristisch. Wahrheit ist für Trump sozusagen nicht wirklich existent. Wahrheit ist das, was einem selbst nutzt. Dementsprechend sind Worte, sind Investitionen in das politische Eigenkapital sozusagen von Donald Trump. Die Chinesen haben sich nicht lumpen lassen in Gestalt von Hu Xijin, der dann mal gleich getwittert hat, ja 1,9%, das ist ja weniger als ein Drittel des chinesischen Wachstums. Zero Hedge hat hier durchaus mit treffendem Sarkasmus getwittert, ja, meine Fake Number ist größer als deine Fake Number. Wir wissen ja, dass sozusagen das chinesische Wachstum sehr wahrscheinlich nicht bei 6% ist oben bei, sondern vielleicht bei 2%, vielleicht bei 3%. Und wir wissen auch, dass die Amerikaner in der Berechnung der BIP-Zahlen das sogenannte hedonistische Prinzip anwenden. Sprich, wenn zum Beispiel ein Chip-Hersteller einen Chip produziert, der die Leistung 100 hat, jetzt mal als Vergleichsmaßstab, dann ein Jahr später einen Chip herstellt, der die Leistung 150 hat, aber den Preis gleich belässt, dann ist das 50% Wirtschaftswachstum. Würde man dieses hedonistische Prinzip rausrechnen, dann wäre das amerikanische BIP sehr, sehr viel geringer, aber wahrscheinlich immer noch greatest economy in American history. Was hatten wir heute noch? Die ADP-Arbeitsmarktdaten, die waren auch schlecht, zwar in der Headline leicht über der sehr tiefen Erwartung mit 125.000 neuen Stellen, aber der Vormonat ist deutlich nach unten revidiert worden. Es sind vor allem Jobs aus dem produzierenden Gewerbe weggefallen, 13.000, wieder nur Dienstleistungsjobs, 138.000, in der Summe dann 125.000 Jobs. Und insgesamt sehen wir schon, dass die amerikanische Wirtschaft sich abkühlt. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Hauspreisen hier, Case-Shiller-Index. Die Hauspreise also in den 20 wichtigsten amerikanischen Städten. Und hier sehen wir, dass wir schon einen Preisfall haben. Und das, obwohl die sogenannten Mortgage Rates, also die Zinsen, die man zahlen muss, wenn man ein Haus kauft, auf eben dann eine bestimmte Laufzeit deutlich gesunken sind. Und jetzt muss man wissen, dass die Immobilie für die Amerikaner so eine Art Geldautomat ist, wie Hannes Zipfel das gestern in einem hervorragenden Artikel gezeigt hat. Man kann nämlich das eigene Haus beleihen, ist praktisch wie eine Kreditkarte. Ich beleihe sozusagen den Wert meines Hauses und kann dann konsumieren. Dementsprechend kommt alles auf den Konsumenten an. Und dieser Konsument war es, der das BIP gerettet hat. Ohne die Konsumausgaben wäre das BIP unverändert geblieben. Also wir sehen, da steht viel auf dem Spiel heute Abend in Sachen Fed. Schauen wir uns mal an, nachdem ich schon thematisiert hatte, was da vielleicht zu erwarten ist. Zinssenkung, sehr, sehr wahrscheinlich. Frage ist, hawkische Zinssenkung, wird da signalisiert? Leute, das war es jetzt erstmal, zumindest für dieses Jahr. Wie schätzt die Fed die Wirtschaft ein, etc.? Das sind die Fragen, die sich jetzt stellen. Hier ein interessanter Tweet von Variant Perception Research, die gezeigt haben, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Erwartung weiterer Zinssenkungen und der Thematik Handelskrieg. Denn hier sehen wir die Anzahl der Stories, der Artikel bei Bloomberg, die mit Trade
oder die Trade im Titel haben, bei denen es um Trade, also um Handel geht. Hier sehen wir, dass wenn diese Zahl deutlich raufschießt, dann steigen auch die Erwartungen weiterer Zinssenkungen. Derzeit fallen diese Geschichten, weil ja angeblich so ein Friede herrscht. Phase 1 Deal soll ja unterzeichnet werden. Dummerweise ist aber heute der Veranstaltungsort weggefallen, denn Chile hat überraschenderweise den APEC-Gipfel, der am 18. und 19. November stattfinden sollte, abgesagt aufgrund der Unruhen, die in Chile ja derzeit der Fall sind. Und jetzt hat China vorgeschlagen, naja, dann verlegen wir das doch vielleicht nach Macau, dieses Spielerparadies, praktisch das Las Vegas Chinas. Das ist sehr nahe dran an Hongkong. Hier sagt dann Jim Bianco, naja, jetzt haben wir von einer Unruheregion, wollen wir das Treffen in eine andere verschieben. Was sagt uns über den Zustand der Welt? Das ist vielleicht gar keine blöde Herangehensweise, die Dinge mal einzuordnen. Heute natürlich Fed im Vordergrund, ganz klar. Wir haben natürlich das Thema Handelskrieg noch virulent, aber jetzt eben nicht so deutlich spürbar. Heute hat Finanzminister Mnuchin gesagt, der amerikanische Finanzminister, ja, es wird schon dauern, bis die Chinesen dieses Kontingent, das wir da angepeilt haben, ausschöpfen können in Sachen Landwirtschaftskäufe. Daraufhin die Aktienmärkte in den USA ein bisschen runter. Die deutschen Aktienmärkte so ein bisschen belastet, auch hier durch das, was mit der Deutschen Bank passiert ist. Die hat ja heute Zahlen gemeldet, die Aktie 6% in der Verlustzone, nachdem die Deutsche fast 1 Milliarde Verlust gemacht hat. Nicht in der Kernbank, sondern sozusagen in der Bad Bank. Und da könnten sich die Verluste noch weiter anhäufen. Das haben jetzt die einen oder anderen Investoren dann auch mitgekriegt. Was haben wir noch? Wir wollen uns mal den Stand der Dinge anschauen. Jetzt vor der FED-Entscheidung, vor den Apple-Zahlen 22.30 Uhr. Facebook, nicht 22.30 Uhr, 21.30 Uhr, wir haben ja die Zeit umgestellt. Facebook kommt 21.05 Uhr offiziell. Wir werden beide Zahlen bei finanzmarktwelt.de werden wir sie für Sie bereitstellen. Also schauen Sie da rein. Hier sehen wir die Lage derzeit beim Dow Jones. Jetzt sehen wir, es geht wieder rauf ein bisschen, aber insgesamt eine Seitwärtsbewegung. Die Charts von Capital.com, Sie haben es geahnt. Jetzt sehen wir hier den S&P 500 3034, wenig Veränderung heute. Der Nasdaq 8049, hier ging es dann nach Handelsstart ein bisschen nach unten. Seitdem stabilisiert man sich, kann man sagen. Der DAX heute nicht so wirklich gut drauf, eben wegen auch der Zahlen der Deutschen Bank. Wir sind mal runtergegangen auf 2820, als die Nachricht kam, APEC-Gipfel ist abgesagt. Jetzt kommen wir mit der Erholung an der Wall Street auch wieder ein bisschen nach oben. Der Euro vor der FED-Entscheidung 1,1123 hält sich gut. Gold leicht stärker 1493 und Crude tiefer, nachdem die Lagerbestände deutlich stärker gestiegen waren als erwartet. FED ist das zentrale Thema, aber Apple wird auch sehr wichtig, weil da ganze Branchen dranhängen, Lieferketten dranhängen. Heute 18:55 genauer gesagt, eine Live-Kommentierung von mir über Facebook. Brauchen Sie einfach nur eingeben, facebook.com, capital.com, Deutsch. Werde ich hier unter das Video nochmal posten. Das vielleicht so eine Begleitung, wenn Sie sich interessieren für das, was die Fed tut, was sie sagt. Da schauen wir uns das Statement an, da schauen wir uns die Reaktion der Kurse an. Um 19.30 Uhr dann die Pressekonferenz, die Headlines bei finanzmarktwelt.de. Also wird das diese Live-Kommentierung dann bis 19.25 dauern. Dann geht es eben weiter mit Jerome Powell und dann können sich die Dinge nochmal komplett ändern. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Wirtschaft, Wahrheit und die Wahrheit von Donald Trump. Das war das Thema des heutigen Marktflüsters. Ich sage Servus und Ciao. Vielleicht sehen wir uns dann gleich bei der Live-Kommentierung. Bis dann, Servus.